So, hallo, herzlich willkommen, grüße euch zurück zu FIFA 16, 17. 17 sind wir, 17 sind wir. Jo, und dann hätte ich gesagt, machen wir weiter Teuchert. Bei dem läuft es momentan doch, muss ich sagen, richtig gut. Deswegen lassen wir den einmal ein wenig weiter trainieren, hat er gemeint. Und ja, wir nehmen noch den Van Damme. Weil den würde ich dann gern dann auch einmal in dem ein oder anderen Spiel, bin ich ganz ehrlich, würde ich den doch auch gerne mal spielen lassen nochmal. In der Rückrunde, aber jetzt erstmal gucken, wen haben wir denn hier noch? Mein Gott, der ist momentan nicht so, ne? Komm, der Möwald, der ist nicht schlecht. Oder soll ich mal den Möwald für den Ort reintun? Komm, so machen wir das, glaube ich mal. Alles sehr, sehr schlecht. Teuchert nur F. Schade. Okay, machen wir weiter. Nein! Jetzt habe ich was vergessen. Aber egal. Ja, wir klicken mal natürlich auf weiter. Heute stimmt gegen den KSC. Geht doch. Da könnte doch wieder was gehen. Dann gucken wir nochmal ganz geschwind auf die Tabelle. Wenn jetzt die Simulation da mal fertig ist. Am besten dann auch mal auf die Erstligatabelle. Weil ich doch da auch mal gespannt bin, von wie viel Platz so die Bayern sind etc. So, Chile, Deutschland. Alter, 10 Punkte Vorsprung. Es ist doch einfach nur langweilig. Unten, ja, war zu erwarten, 16, 17, 18 mit Ingolstadt, Darmstadt und den SC Freiburg. Bei uns nur Fünfter, Alter. Nur Fünfter. Wahnsinn. Siehst mal, wie stark diese Mannschaft ist. Und der KSC ist aktuell Achter. Ihr seht also, ein Sieg heute ist Pflicht. So, warte mal, dann gehen wir mal auf die Transfersuche. Spieler suchen nämlich. Da gucken wir mal. Position, Angriff. Nee, Angriff. Und Stürme. Und dann gucken wir mal, was es da. Vielleicht gibt es ein oder andere. New York Red Bull oder gemacht. Sowas kannst du eigentlich auch gar nicht erzählen, ne? Du musst ja dann den hier Gehalt abzahlen, ne? Haben wir dann einen Scout, wo er wegen auf Stürmer suchen kann? Ich guck mal kurz raus. Da haben wir doch mal globale Transferfenster. Schätzung, blablabla. So, Stürmer 4, das ist nicht gut. Ui, wieso hat der Schätzung so viel? Dieser Scout kann Missionen. Hä? Der hat 12 Stürmer. André Bronze von FC Lugano. Die sind aber alle nicht, ne? Denn wir sollen ja uns eigentlich nochmal einen Stürmer holen, ne? Warte mal, gehen wir mal auf Angriff, Mensch, tun wir uns doch viel leichter. So. Simone Rapp. Basel, ui. Vom FC Basel hat er gemeint. Sehr cool, ui. Der ist im Verein seit 2016. Ja, ich glaube, dann ist es nichts in erster Linie für uns. So, das war's dann auch schon. Was hat der so drauf? Ja. Ah, verdammt, okay. Was soll's heute gegen den Nein, ich wollte ja umtauschen. Ich wollte umtauschen. Sorry. Gehen wir nochmal rein. Mannschaftsaufstellung.
Und ich bin mal so mutig und lass mal wirklich einen Mike Ott draußen. Teuchert lasse ich mal verwundert auch spielen. Weil der doch die ein oder andere gute Szene doch auch beieinander gehabt hat. So, ansonsten, ja. Soll mein Van Damme spielen lassen? Weißt was, den trau mir mal raus. Für den Kirschbaum. Und dann Westrette, linke Flügel. Der hat 60, okay, so lassen wir das mal. Hey, der Willi Efsef, der spielt ja auch nur noch bei der zweiten, ne? Der kommt ja aber so mal überhaupt nimmer. Ups, nein. Der kommt ja aber so überhaupt nimmer zum Zug beim Globe. So schlecht war der doch immer nie, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, ne? So schlecht war der doch eigentlich gar nicht. Willi Efsef. Okay, was soll's. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott, oh Gott. Jesus, na, Jesus, na. Ui. Super Sandy habe ich auch schon nicht auf leise gestellt. Jetzt piepst es immer scheiße verpasst. Nein, super. Pino haut seinen Mitspieler selber um. Nein. Ey, Pinola. Ich bin so schlecht in der Abwehr, hat er gemacht. Yes. Nein. Fuck. Ui. Hey, 2000 Punkte. Ach Gott. Scheiß Trainingsspiel wurde es. Okay. Erzähl heute. Übrigens, ich habe das mal EA Sports geschrieben oder denen ein Bild geschickt. Mal schauen, ob sie darauf antworten. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube aber eher nicht, liebe Freunde. So, Martin Tyler, Alan Smith, kennst dich aus. So, und dann geht's los. Der 5. gegen den 8. Sieg ist Pflicht, um dran zu bleiben an der Tabellenspitze. Heute der Club gegen die Badener, gegen die Badenser, gegen den Karlsruher SC. Ist auch so ein kleiner Sympathisantenverein von mir, muss ich sagen, KSC. So durch Mitte der 90er. UEFA Cup. Mit Ike Hässler, wie sie alle heißen. Naja, war schon eine coole Zeit damals. War schon eine coole Zeit. Damals kamen wenigstens noch alle deutschen Spiele auf ARD. Alter UEFA Cup. Ja, schade. Zu lasch die Ball, der Kugel. Die was ich was. Schön. Ja! Kommt Jungs! Drauf auf die Mude! Obacht! Vorsicht! Ah, Marian Zah verschätzt sich, aber dann passt einer auf! Vom Club noch, oder? Pino kommt leider nicht hin! Sehr schön, auf jetzt! Burgi! Wow! Erste Möglichkeit für den Club. Gute Chance, aber dann doch ein wenig verzogen. Nach 12 Minuten. So, Obacht. KSC kommt wieder. Über Yamada unter anderem. Wieder Yamada. Salahi. Obacht, schön.
Na, das war wieder unclever gemacht hier. Unclever, gibt's das? Weiß ich nicht. Egal, nein! Wow, gut dazwischen nochmal der Bultholz! Dave Bultholz, hier sehen wir es nochmal. Yo! Mit vereinten Kräften, Daumen hoch, auch von Edgar Sully. Eckball für den KSC. Durch Yamada. Vorsicht, Kopfball, ui! Nächste gute Möglichkeit für den KSC. Und die mitgereisten Badener. Schön, Leibold. Ja, nein! Du Grübbel! Kommt drauf auf Gurde. Schön, gutes Pressing. Gutes Pressing des 1. FC Nürnberg. 20 Minuten rum. Schön. Sully! Sully! Nächste Möglichkeit hier. Nimmt er sich ein Herz? Und der war knapp, Freunde. Einen halben Meter über. Und der wäre vielleicht drin gewesen. KSC kommt jetzt wieder. Über Kin Zombie. Diamonaki, so wie du hast. Ui. Obacht. Vorsicht, Vorsicht, Schäfer. Vorsicht. Ui, Vorsicht. Dunder Keil. Yamada. 1:0 für den KSC. Das ist natürlich jetzt auch wieder bitte. Eieiei, ein kleines Tänzchen. Schau noch her. Na, es war schon technisch vom Feinsten. Junge, Junge, 1:0 KSC. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Übrigens, ich bin kein Profispieler, ne? Weil das immer manche denken, ey. Oder wollen immer Profi-Let's Plays haben, ey. Das seid ihr bei mir an der falschen Stelle, Freunde. Ja! Ja! Sehr geile Kombination. Wieder Guido Burgstaller. Es läuft doch. Es geht doch. Wir spielen uns wenigstens jetzt mal Dorschuss raus hier. Aus der Drehung. Wir haben wieder ein bisschen Glück. Und die Vorbereitung per Kopf, die war nicht schlecht. Die war nicht von schlechten Eltern. Aber weiterhin. 0:1. Aus Sicht des Nürnberger Clubs. Sehr schön. Nein, falsche Taste wieder. Ey. Ich habe gedacht, ich bekomme den. Kein Abseits, kein Abseits. Torres, Fernando Torres. Fernando Torres. Hey! Sully! Mark Ryder! Schade! Ui! Ui! Obacht! Vors Gesicht! Ah, KSC kombiniert gut und es gibt Eckball für den KSC nach 39 Minuten. Genau gesagt, nach 38 Minuten, der 39. sind wir jetzt. Eckball, kommt rein. Vorsicht, Vorsicht. Jungs, geht halt an der Hi. Was? Was? Also ich muss sagen, ich komme in dieser Saison doch wahnsinnig gut mit die gelbe und rote Karten aus, ne? Das wundert mich total. Vorsicht! Vorsicht!
Vorsicht! KSC macht das Spiel jetzt. Die letzten 10, 15 Minuten. Von Nürnberg jetzt gar nichts mehr zu sehen. Wieder KSC, jetzt mit der nächsten Druckphase. Yamada mit dem Wechsel. Brömmel. Obacht, Barry. Vorsicht, den muss er haben. Hat er auch. Und Nürnberg kriegt hinten die Kugel echt nicht mehr raus, ne? Nürnberg kriegt die Kugel echt nicht mehr hinten raus. Nochmal abgefälscht und nochmal Ecke. Grunze drücken. Nürnberg lässt sich hinten jetzt richtig einschnüren. Wieder dieser Yamada. Der ist gefährlich, aber Saar kann gerade noch so retten. Zum Eckball. Immer noch 0-1. Yamada bringt die Kugel rein. Frostig, komm an Stinidis. Ja, was für eine Konterchance. Guido Burgstaller jetzt in der Guido Burgstaller. Mach ihn. Und schieß doch. Tor. 1-1. 45+3 und wer hat's gemacht? Der Mann mit der Nummer 14, Kevin Möwald. Tor in Nürnberg. Wahnsinn, was für eine geile Konter. Was für ein geiler Konter hier. Da muss er eigentlich schon machen und Kevin Möwald haut ihn da trotzdem rein. Zum 1-1 aus dem Nichts. Klasse ausgekontert. Ob verdient oder nicht, ist scheißegal. Nürnberg 1, Karlsruher Sportclub 1. Das erste Tor von Kevin Möwald. Ich freue mich. Erste Mal in der Startelf. Und schon schießt er ein Tor. Sauber, Männer. Da ist es Feierabend. Zumindest für die ersten 45 Minuten 1-1 zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem KSC. Ach ja, die weiteren Partien. Dresden, Stuttgart nur 1-1. Heidenheim, Düsseldorf 0-1. Sehr schön. Jo, dann machen wir doch auch gleich weiter hier. Ja! Wow! Alles außen. Pariert diesen Schuss. Schön dazwischen. Ah, wieder Fehlpass. Wieder Fehlpass. Obacht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Freistoß. Stürmerfoul oder Abseits, man weiß es nicht. Bulthuis auf Marian Saar. Der mit einem Fehlpass. Uiuiui. Ganz, ganz doof. Und sich das nicht recht jetzt wieder. Doris, sehr schön. Schöner Seitenwechsel. Jo, auch Applaus. Von den Klubberern. Jetzt hat der Edgar Sali. Sali! Tor 2-1! Nürnberg führt Edgar Sali! Mit dem Tor! Macht einen auf Usain Bolt, weil es kann! Ja, 2-1! 56. Spielminute, hier nochmal dieser feine Lugi-Lugi-Pass! Und Sali kennt da nichts aus kurzen Winkeln, knallt das Ding unter die Latte! Nichts zu halten für Olleshausen. Edgar Sali. 2. Saisontor erst. Schade eigentlich. Ne? Er hat's ja drauf. Aber okay. Lieber spät als nie. Vielleicht geht er noch in der Rückrunde ein wenig mehr für den jungen Mann aus Kamerun. Der ja, glaube ich, aus der Schweiz kam, oder? Kam der aus der Schweiz? Schön dazwischen geklärt. Nochmal Eckball für den KSC. Ist, glaube ich, jetzt auch schon der fette Eckball, oder was? Yamada bringt ihn wieder rein.
Obacht, 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 Obacht! Hui, da hat er doch an die Latte geklärt hier. Doris. Ja, ist wieder am Ball. Schön, jetzt hat er wieder vielleicht die Konterchance. Oben. Gut geklärt. Ah, im Kontern sind wir heute doch gut. Und zumindest gefährlich dann auch. Schön, Edgar Salli nochmal. Kopfball, komm. Nein. Nochmal, Flanke, die ist gut. Nochmal, komm. Scheiße. Gut, sauber geklärt. Ui. Ui. Vorweg, Doris. Sehr gut dazwischen, sehr gut dazwischen. Was ist jetzt? Ich glaube, wir werden mal auswechseln, nochmal. Deuchert momentan nicht viel. Saar ist ein wenig müde, ne? Kommt dafür ein Eras rein. Ist zwar defensives Mittelfeld, aber ich glaube, der wird auch. Ja, recht müde Saar. Warum, weiß ich gar nicht. Aber wir gehen auf Nummer sicher und holen mal nochmal einen frischen Mann rein. So, Dennis Kempe für Salahi. Schön. Nochmal Edgar Salli. Na, der Wirbelwind, das hat ihm gut getan, das Tor. Erwin Hoffer verliert. Na, wollte ich schon sagen, verliert den Kopfball. Kommt aber dann nochmal hin. Sehr schön. Oh, oh, oh. Vorsicht. Sehr geil. So, Nürnberg nochmal. Schöner Pass. Nein! Katastrophenbessler. Katastrophenbessler. Jetzt hat er wieder Barry. Yamada, der ist auch schon richtig müde. Wieder Barry. Pass drauf auf, komm. Oder komm. F, komm. Keine Ahnung. Sehr schön. Jo. Schön. Nein. Erwin Hoffer. Erwin Hoffer. Obacht. So, letzten 10 Minuten sind angebrochen. Oder brechen jetzt gleich an. Zwischen dem KSC und dem 1. FC Nürnberg. Es war nicht gerade das beste Spiel vielleicht. Aber es war doch sehr, sehr spannend. Mit doch der ein oder anderen Torszene. Ja! Ja! Junge, wieder der Kevin Möwald. Ja, der macht schon besser irgendwie, keine Ahnung. Von dem doch mehr zu sehen als manchmal von Mike Ott. Gut geklärt vom KSC. Jetzt sind er, die kommen nochmal. Über Barry. Vorsicht, Barry. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Das könnten wir auch mal als VG nehmen. Aber nochmal der KSC. Über Brommel. 87. Minute haben wir schon. Ui. Valentini. Ui, Vorsicht, Vorsicht, Kopfball! Komm! Nee, Barry, mit dem 2:2, ach Gott! Unnötig, wie ein Kropf! Und was für ein Hammer-Kopfball!
das ist natürlich bitter. So, jetzt noch vielleicht nochmal kommen, Lucky Punch, Freunde. Jetzt noch einmal an Lucky Punch, hat er gemeint. Das wär's doch, haben wir doch schon so oft gemacht. Wie gegen Aue, wie gegen Hannover. In der Nachspielzeit dann nochmal ein Tor gemacht. 3 Minuten haben wir noch. Die erste Minute ist schon rum. Valentini. Ui. Klar. Klar, Alter. Kein Foul. Und da ist es Schluss, aus, vorbei, 2:2. Viele Tore, aber doch dann im Endeffekt sehr, sehr unspektakulär. Zwischen dem ersten FC Nürnberg. Sali, was hat denn der für einen Schuh? Jesus, da kommt Farbe ins Spiel. Ja, 2:2 dann. Am Ende trennen sie schiedlich, friedlich. Der erste FC Nürnberg und der Karlsruher Sportclub. Ja, Edgar Sali hat sein Bestes gegeben, hat aber dann doch nicht gereicht. Wir müssen halt ja, konsequenter sein manchmal. Ah, verdammt, ich hoffe dann in den nächsten Spielen ist es soweit. 2 verschenkte Punkte, leider Gottes. Und jetzt wird es doch richtig eng. Und da denken wir, müssen schauen, dass wir endlich die Punkte holen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und bis morgen. Servus, euer Frankonia.